Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Natzen Nerds mit mir, dem Kingsplay und Watch Dogs mal wieder. Und heute muss ich leider alles etwas anders machen. Abgesehen davon, dass das Telefon wieder ständig bimmelt. Na. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kelly, ehemaliger CTO-Assetwickler. Er ist in Porn. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kelly ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt er für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Genau, endlich zu Ende gelabert. Mann, Mann, Mann. Zwar wollte ich heute sagen, heute werde ich keine Mission spielen können. Denn, denn, Watch Dogs sei Dank, muss ich sagen, die 16. Runde, die ich eigentlich aufnehmen wollte, die das jetzt hier ist, die wird leider im Sand gesetzt werden müssen. Denn es hat sich mal wieder ein wunderbarer Fehler eingeschlichen, der mich hat nicht... Oh Gott, oh Gott, in Ruhe aufnehmen lassen. Denn ich habe versehentlich, obwohl ich ständig die Musik ausmache, Musik ausgemacht und naja, ihr wisst das ja, was ist. Na, die Rechte. Trotzdem gab es leider einen Song, den ich jetzt mal wieder nur zur Sicherheit nicht nochmals nenne. Wieso steht hier... Wieso stehen hier oben Autos? What? Die habe ich jetzt angehalten. Okay. Ja, ich möchte nur mal durchrendern. Danke. Sagen wir nichts. Ach, ich habe wieder die Consolero-Steuerung. Ihr seht, ich laufe im Kreis. Obwohl ich nur nach links drücke. Und man sollte nur so laufen. Ungefähr höchstens nach links, so, und nach rechts, so. Aber, ja. Oder wir haben auch bestimmt die Steuerung nach hinten. Ja, so lenkt man nach hinten im Watch Dogs. Brauche ich nicht zu sagen, oder? Na, egal. Ja, und ich habe einen Nicht-Strike bekommen, auch bevor man es veröffentlicht. Es wäre in Deutschland, USA gesperrt geworden. Ja, nur leider hatte ich das alles in einer Aufnahmesession. Ich war schon 5 Folgen weiter. Kurzum, ich muss erklären, dass ich eigentlich nur mit diesem Clown-Struck, den ihr ja auch noch gesehen habt, eigentlich nicht mehr wirklich viel gemacht habe, sondern eigentlich nur, also ich habe ja den Sprengstoff bekommen und ich habe nur noch diesen Sprengstoff genutzt, um Leute in die Luft zu jagen. Mehr nicht. Und während dieser Luftjageaktion, wo ich einmal gestorben bin, also verreckt bin, kam immer diese Musik. Und die hat's dann. Das dauert die komplette Aufnahme. Danke! GEMA Co. und ihr ganzen Bratzen. Deswegen muss ich leider diese Folge etwas kürzer halten. Wahrscheinlich. Und wir machen einfach mal CDOS-Türme, aha. Wenn ich die... Ach, hier sind so die Erfolge, was ich tu machen kriege. Ein moderner italienischer Spitzer, nachdem man sich umdreht. Ah. Wir gehen heute also dem Ganzen nach einfach mal... Geronimo! Mal überlebt, schade. Mal gucken, was man so machen kann. Jetzt gehen wir dem nach, was wir nie getan haben bisher. Hacken. $4.500 das Konto. Das ist ein Gangversteck. Das räuchern wir doch mal aus. Sehenswürdigkeit. Schauen wir uns die doch mal an. Shotgun Man. Ja. Gangversteck. Ich bin gespannt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Wahrscheinlich echt immer ganz drauf wie, Ausräuchermission. Bring um und tu und mach. Schauen wir mal. An gute Drogenküche kommt man nur schwer ran. Wenn die Viceroys den Kerl beschützen, kann ich ihnen wirklich schaden. Ich nutze ihn und schicke so eine Botschaft an alle Hobbychemiker. Mhm. Na denn. Der pinkelt an der Wand oder was?
Halt offene Steuerschulden. Nein, 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 da müssen wir aber mal das Finanzamt rufen. Hier hacken, du bist gut, was hast du? Herstellungsschlüssel für einmal Hexe, ja, wow. Ach so, ja, hier. Ach, das, jetzt haben wir wieder die geile Steuerung. Jetzt, hier, ihr seht's. So. Ach nee, Profiler brauche ich ja. Tja, dann wollen wir mal heute gucken. Ich möchte einfach mal so spontan an dieser Stelle Christoph grüßen und Daniel. Mit denen hatten wir letztens gesprochen. Ich hoffe, ich darf euren Namen so nennen. Wenn nicht, dann schreibt mir jetzt und sagt: Bist ich ein Schnauze? Upf, nenn ich nochmal meinen Namen. Denn. Den habe ich letztens geschnackt mit den beiden, das kann ich mal so sagen. Und gezeigt. Und ich habe es auf der PS4 mal getestet. Getestet kann man sagen. Den Anfang mal so ein bisschen gespielt und getestet. Ja. Hui. Ach, den muss ich niederschlagen. Ah, das ist das Ziel. Ah, alles klar. Ich soll nicht klettern. Alter. Diese Steuerung schon wieder. So. Motherfucker. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, mit der Steuerung werde ich mich einfach mal sterben lassen müssen, weil ich komme hier mit dieser Stelle. Das ist Bullshit. Gnadenloser Bullshit. Ah. Dann schnapp ich mir mal gleich meine Waffe. Ja. Nicht hier vorne springen, sag mal. Boah, shit. Shit, 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 shit. Schick dein Pavis hier runter! Schnell! Kannst du haben. Jetzt ist er wieder, Baby. Single und wie. Alter, ich glaube, der Scharfschütze ist ja auch noch hier und macht mich ein bisschen was fertig. Bam. Na, hörst du wohl? Wieso ist da einer? Boah, Alter. Ich glaube, wegen der Steuerung wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt einfach mal sterben würde. So. Ja, komm, komm. Und bam. Tjum. Watch Dogs. Um weiter geht er. Das geht weiter. So, ach ja, zu den Ladezeiten, Christoph, wenn du das jetzt auch gerade siehst. Wieso ist die Steuerung schon wieder so pissig? Die ist immer noch so. Ich drück mal Tasten, ich mach mal so. Hat sich nicht geändert. So? Nee. Das stimmt nicht mit Ihnen. Stimmt. Maß an Rücksicht zu viel verlangt? Die nicht, du Spasti, du? So, Steuerung? Controller. Nee, hab das da tun muss. Ich spiele am PC. Wenn ich am PC mit Controller spiele, für dieses Spiel, ganz ehrlich, dann kann man auch eine Playstation kaufen. Sowas Dummes. Ey, ich kann solche Leute nicht verstehen. Tut mir leid. Klar, manche können damit Auto rennen. Ja, okay. Anderes Ding. Aber. So, zu Fuß. Wollen wir mal gucken. Hier kann ich ja nicht wirklich was ändern. Obwohl, warte mal. Nö. Nee. Ist ja leider im Grunde. Dort haben wir einen Molotow durchs Fenster gemacht, als alle schliefen. Hat eine halbe Stunde gebrannt, bevor jemand 911 angerufen hat. Und jetzt ist alles weg. Sogar die rassistischen Schmierereien an der Wand. Die müssen wir uns jetzt nicht mehr ansehen. Hat das der Mafia gehört? In der Gegend? Ja, da kannst du von ausgehen. Bam. Na, ist wohl. Welche Art Notfall liegt vor? Es gibt gerade eine Schießerei. Schickt Hilfe! Nutz die, nutz die! Jetzt kommen noch die Bullen, ich glaube sie nicht. Ja.
Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Erstmal die Fresse gestoßen am Wagen. Brauchen wir nicht zu sagen. Ey, wenn jetzt die Steuerung nicht umlenkt, ey, ganz ehrlich, dann fahre ich nur noch Auto. Dann können wir das hier knicken. Ich habe da so ein bisschen manchmal doch schon die Schnauze voll von Watch Dogs. Und es ist, ja, es ist das Gleiche, wenn ich nach hinten gehe. Ey, jetzt geht aber wenigstens nach hinten ordentlich. Seht ihr das? Das geht schon mal echt normal. Boah. So. Ich mach den nochmal so. Und so. Und so. Mhm. Lautlos alles. Ich renne einfach mal durch. Ja, also ich komme jetzt hier. Perfekt, Tomato. So. Na toll. Rennt auch noch weg hier. Mal sehen, ob ich ihn von der Straße rammen kann. Geh weg, du mit deiner Möhre hier. Den muss ich auch noch fangen, also ich muss ihn jetzt wegcrashen. Mit der Möhre. Ey, die hat schon einen Sound. Wenn man bedenkt, wir haben ja jetzt auch online schon, hoffentlich mittlerweile. Wie heißt es? The Crew? Und dann jetzt. Er ist abgehauen. Und dann jetzt das. So. Ja. Ist klar. Ist klar. Mit Schalke auf den Spec Ops laufen. Ja, wo sind die denn? Wo kann ich denn hier schön gedümpft, du Spusti? Mann, geht mir auf den Sack. So, Fähigkeitenbaum. Wie viele Punkte haben wir? 7. Dann gehen wir mal auf Schussen. Schießen. Kampf. Was hast du? Kampf. Rückstoß brauchen wir nicht. Fokus verlängern brauchen wir nicht. Ja, also im Großen und Ganzen. Was haben wir da noch? Hergestelltes Fahren. Für bessere Fähigkeit, sich im Auto zu verstecken, wirkt auch gegen Hubschrauber. Mhm. Ja, im Grunde ist doch nur Hacken sinnvoll. Ne. Dieses Spiel, ey. Jetzt haben wir immer noch diese alte Steuerung. Ich krieg noch einen Krampf. Ey. Ich beiß mir noch im Arsch, das sag ich euch. Was soll das? Da komme ich nicht rüber, okay. Ja, das, was ist dein Problem? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ja, yeah, Musik geklaut. Na, hoch da. Ja. Hoch. Ja, ich versuche erstmal den Typen zu finden. Die Kamera wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Ich wollte da hinten mal die. Okay, dann müssen wir mal gucken. Haben wir. Jetzt will der schon wieder wegrennen, was? Ach, die haben einen Blackout gemacht. Haha. Na toll. Hm. Sind ja alle da.
Den muss ich niederschlagen. Okay, hier ist aber nichts. So, nochmal hochlagen. Wirf die mal weiter, genau. Ah, super, hat auch so geklappt. So, oh, jetzt ist die Steuerung wieder normal. Ja, ich habe mich vertan. Ich dachte es fast. Schnell weg hier. Mach da. Alter. Schnell weg hier. Aber auch schnell. Das hätten wir doch mal geschafft. Erstmal Vollgas und ab geht er. Ja, bam, bam, bam. $5000 gab das? Ne, ich glaube das ja nicht. Fähigkeiten Bomben, da schauen wir mal, was wir, wie viel, 2 Punkte. Ja, ganz ehrlich, die heben wir uns auf. Online. Machen wir bei Gelegenheit auch nochmal. Allerdings würde ich da erst sagen, in der nächsten Runde. So, gehackt haben wir dann. Dir sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir nochmal leid, dass diese Folge leider nicht die Mission zeigt. Dank der Mission, wie gesagt, dank der Musik in der Mission, konnte ich es nicht abspielen in Deutschland und in den USA. Dennoch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Tschüss.